Es läuft. Hallo Matze. Hallo Lutze. Hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, wir sitzen heute hier bei dem wunderschönen Wetter hier draußen in meinem Garten. Matze hat gesagt, der kommt mal zu mir, weil wir wollten uns mal in die Augen gucken. Ja. Und hat schon seinen Grund, weshalb wir hier zusammensitzen. Wir wollen uns verabschieden. Ja, für Montag zumindest. Für das alte Schuljahr. Ach so. Für Montag. Ferienzeit, ihr habt es gemerkt, viele sind schon verreist, viele wollen noch verreisen. Wetter spielt natürlich richtig mit zur Ferienzeit. Alter, da ist eine Wemme hier, das sag ich dir. Da kommen wir aber nochmal dazu, später. Zum Wetter, kommen wir später nochmal dazu. Als erstes mal die Termine, haben wir natürlich immer hier draufstehen, deswegen lesen wir ab, Termine. Der erste Termin findet statt am 29.06. um 19 Uhr und zwar, wie ihr hier sehen könnt, im Waldbad Borgheide. Da ist wieder das berühmte Dartturnier für den Monat Juli diesmal. Nee, Quatsch, ist noch Juni. Es ist noch Juni. 6. Ist noch Juni. 29.06. 19 Uhr Dartturnier im Waldbad. Alle Sprachfehler sind übrigens der Wärme geschuldet, aber das versteht sich von selber. Genau. Ja. Noch ein Termin am 29. Und zwar Elaine-Typisierung in Brück. Und zwar beim Titan der Rennbahn könnt ihr alle, die es noch nicht getan haben, euch typisieren lassen für die Möglichkeit einer Knochenmarkspende. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Leben retten und bei der Hilfe gegen Krebs. Und wer es noch nicht gemacht hat, gebt euch mal einen Ruck. Ich habe meinen Ausweis schon von der DKMS. Ja, heißt es ja, DKMS heißt es. Und auch schon ein paar Jahre lang. Das kann man beim Blutspenden nebenbei mitmachen lassen. Oder eben auch durch so ein Typisierungsset. Kann man sich auch nach Hause schicken lassen. Macht das mal. Genau, das wäre dann der dritte Termin. Der erste war ja in Belzig. Ja, der zweite. Der zweite war in Potsdam. Da haben sich leider nur 150 gemeldet. Ich finde das ganz schön mau, weil in Belzig waren 580 ungefähr. In Potsdam, in der Riesenstadt, waren es nur 150. Weiß nicht, woran es lag, an der Kommunikation, an der Hitze, keine Ahnung. Hätte ich mir tatsächlich mehr vorgestellt. Allerdings war unsere WSV-Mannschaft dort und hat natürlich seine Typisierung dort durchführen lassen und haben natürlich unterstützt. Auch nochmal herzlichen Dank an die Mannschaft, aber auch zu der kommen wir später nochmal. Nächster Termin ist am 6.7. im Waldbad die Oldie- und Schlagernacht mit den DJs Mr. B und Matze. Wer der Matze jetzt ist, naja, egal. Ihr kennt uns ja vom Maibaum schon. Genau. Es war mal der Wunsch von vielen an Volker herangetragen, ob er nicht mal eine Schlager- und Oldie-Disco machen könnte. Naja, und da wir eh mal ein eingespieltes Team sind, machen wir das einfach mal zusammen. Kommet zuhauf. Da sieht man mal bei dem Wetter und Ferien, es ist trotzdem keine Ruhe in Borg. Wetter wird nicht 35 Grad, weil da hinten raus geht dem Wetter vermutlich ein bisschen die Luft aus. Also wird es nicht ganz so heiß. Genau, aber es ist eben richtig was los, weil der nächste Termin steht danach schon wieder im Haus. Also auch das noch im Juli und zwar gleich zwei Tage, 19. und 20.07. auf unserem Flugplatz, ja. Baum- und Borke-Festival hier in Borgheide. Da geht es wieder richtig rund. Diesmal allerdings über zwei Tage. Mal sehen, was das wird. Mal sehen, wie warm es ist oder auch nicht. Doch. Wir gucken es uns an, was da passiert. Ich stelle an der Wetterschraube mal, passt schon. Dann machen wir gleich noch eine kleine Vorschau für den Monat August, Matze. Was ist da noch los? Jetzt kommen wir schon in Richtung Sportverein. Am 4. August kommen die, ich sag jetzt mal, nehmt es mir nicht über, die Turbinen. Ja, also der erste FFC Turbine Potsdam kommt nach Borgheide und verabschiedet zusammen mit der Mannschaft den Trainer Hartmut Streich bei einem Spiel des BSV 90 gegen den ersten FFC Turbine. Es geht um 15 Uhr los am 4.8. Aber natürlich kommt schon ein bisschen eher, weil der Grill ist aufgebaut, die Hüpfburg von der DLRG ist da. Wenn alles klappt, kriegen wir sogar die Feuerwehrdrehleiter noch mit hin. Und wir gucken mal. Richtiger Volksfestcharakter, geht wieder so richtig ab. Wir schauen mal, was wir so alles organisiert kriegen, beziehungsweise der BSV. Wir nehmen uns wieder Mikrofon mit und werden mal den Trainer, den ausscheidenden Trainer und den neuen Trainer einfach mal noch ins Interview reinpressen und auch mal vielleicht ein kleines Interview mit den Mädels oder dem Trainer. Und vielleicht dürfen wir sogar beim Trikottausch dabei sein. Jetzt geht es mit dem Lütze wieder durch. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Es ist warm hier, Ja, so, das war das gewesen. Dann kommt schon wieder ein Termin.
Den haben wir doch vergessen hier, ne? Was, den 10.8.? Ach, der kommt am 10.8. Am 10.8. ist das Waldbad schon wieder dran. Das Waldbad. Und da soll es schon wieder einen Kurzschluss geben, habe ich gehört, so wie jedes Kurzschluss, Jahr. Kurzschluss, Stromausfall, das Übliche. Kurzschluss spielt am 10.8. Einlass ist wie immer so 19.30, 18.30, also ich glaube 19 Uhr. Irgendwie kommen wir da immer mit der Zeit durcheinander. 20 Uhr sind aber alle drin, dann geht es auch richtig los. Und bis 0 Uhr circa wieder. Und ich glaube, hier... Wenn der Volker nicht kann, dann machen wir beide mal Disco, wa? Ja, aber machen wir hoch nebenbei. Kriegen wir hin. Machen wir ein also bisschen Pausenmusik. Traditionell, sag mal, wie lange spielen die jetzt schon? Oh, was, die Jungs zusammen? Nee, im Waldbad. Ach so, das fing relativ früh an. Ich glaube 2004 oder 2005 das ist ja auch schon traditionell, mal. Dass die da jedes Jahr machen. Letztes Jahr war nicht. Wir nennen es Traditionskonzert. Letztes Jahr war nicht, ne? Was? Letztes Jahr war nicht. Einmal war nicht. Doch? Nee, einmal war nicht. Hat es geregnet? Nee. Ich weiß, einmal war nicht. Egal. So. Das war. Ach so, und dann haben wir natürlich noch, ja genau, die BSV-Hymne spielen, die habe ich gehört. Die haben nämlich die BSV-Hymne eingespielt. Mhm. Und da werden wir natürlich darauf dringen, dass die an diesem Abend auch vor dem breiten Publikum gespielt wird, damit auch alle mal hören, dass der BSV 90 Aufsteiger in diesem Jahr sogar eine eigene Hymne geschenkt bekommen hat von Kurzschluss. Ja. Lutze hat da noch ein Video draus gemacht, auch bei YouTube zu sehen, auf unserem Kanal Borkheide News TV. Genau, so, dann, der Bürgermeister hat ja in Borkheide News, in unserer Facebook-Gruppe schon bekannt gegeben, ab heute ist der Mehrgenerationen-Spielplatz, wie ihr hier sehen kann, eröffnet. Da könnt ihr klettern, schaukeln, Schach spielen und was da noch alles so ist. Und da ist auch der neue Feuerplatz für unser Osterfeuer mit gepflastert, damit die Feuerwehr wieder ordentlich kokeln kann, Feuerchen machen kann. Es sei denn, es ist wieder so ein Hitzetag wie dieses Jahr, wo es leider... Fast ausfallen musste, na, aber auch das Osterfeuer am Ende war natürlich noch eine kleine Feuerschale an. Und ich glaube, was die Feuerwehr noch auf die Beine gestellt hat, wir haben ja ein bisschen mit rumgemehrt, ist am Ende doch eine schöne Veranstaltung für alle geworden. Also auch wenn es mal mit dem Wetter nicht so passt für ein Osterfeuer, wir kriegen das schon hin. Genau, und damit wir nicht so viel sammeln bei dem Wetter, Matze. Du wolltest dein Bier noch aus dem Weg räumen, damit man nicht sieht, dass du Bier trinkst. Ich trinke gar kein Bier, das ist, meinst du das hier? Guck mal, meins sieht man nicht. Sag mal, was ist mit dem Wetter? Wetter? Ja, ich würde sagen, wir schalten mal, wie nennt man das? Scotty, beam mich rüber. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Ja, wie gehört, es brutzelt wie in einer heißen Pfanne. Und wie man hier sehen kann, Waldbrandstufe 5 für Potsdam-Mittelmark. Und Umgebung. Ja, deswegen hier besonders vorsichtig sein. Es ist ein Sommer, wie wir ihn vielleicht gar nicht erwartet hätten, aber die Vorhersagen im letzten Jahr kamen ja schon so, dass die nächsten Jahre solche Sommerextreme haben könnte. Trotzdem, es ist Sommer und es bleibt auch die ganze Woche Sommer. Wir haben auch kaum mit Gewittern und kaum mit Regenschauern zu tun. Und das kann sich auch gut über 2 Wochen hinstrecken, bis wieder mal ein Tröpfchen runterkommt. Deswegen hier nochmal der hilfreiche Tipp, trinkt viel zum Schnaps, auch mal ein Bier. Nein, das war ein Scherz, natürlich viel Wasser, viel lauwarme Getränke, manchmal auch das ein oder andere Krümelchen Salz, weil wir doch sehr viel rausschwitzen. Und lasst euch nicht von den ganzen Wetterextremwarnungen vor Hitze erschrecken. Es ist einfach mal Sommer und eigentlich sollte jeder wissen, wie er sich im Sommer verhalten soll. Einfach ein bisschen ruhiger treten, schön lüften früh, Jalousien runter machen, dass die Sonne nicht so reinkommt. Und da kommt man auch ganz gut durch die Woche. So, schöne Grüße noch an die Fußballmannschaft. Ich konnte leider am Samstag nicht dabei sein beim letzten Spiel. Ich habe mich in Berlin wieder mal rumgetrieben. Ich habe den Rumtreibermodus immer noch nicht ganz abgeschafft. Ich war noch ein bisschen unterwegs in Berlin am Wochenende. Aber das Wiedersehen und die große Party zum 4.8., die steht ja auch an. Da hat ja Lutze schon was zu gesagt oder sagt das noch, je nachdem. Also, gute, schöne Woche. Geht ab ins Schwimmbad, genießt die Zeit, habt schöne Ferien. Tschüss von hier. Tja, so schnell geht das auf die eigene Terrasse und wieder zurück. Und wie eben schon erwähnt, nicht Lutze, nicht nur Schnaps trinken, auch mal ein Bier dazwischen. Prost, Jungs. Und die alkoholfreien Getränke nicht vergessen. Mmh. Tut gut bei dem Wetter.
Ja, und nicht, weil ihr etwa gedacht habt, hey, was ist denn los? Kommt überhaupt gar kein Fußballvideo? Natürlich kommt ein Fußballvideo. Ich war doch nicht dabei. Wo willst du denn ein Video her haben? Aber das haben wir heute ganz gezielt ans Ende, ans letzte Ende gelegt von unserer Sendung, weil das ist wieder ein Ticken länger geworden als üblich. Du hast da eins von vor 4 Wochen rausgekramt, oder? Es war das letzte Spiel gewesen in dieser Saison in Großkreuz. Borgheide hat natürlich nicht verloren, kann man jetzt so großkotzig sagen. Die haben in der Rückrunde nicht ein Spiel verloren. Selbst Niemek hat in der Rückrunde verloren. Das ist das Erste. Die haben mit ihrer Reihe gebrochen und haben sich von Brück 2-0 schlagen lassen oder 0-2. Aber das ist am Ende der Saison auch mal, wenn die Luft ein bisschen raus ist, kann das schon mal passieren. Jedenfalls war eine gute Party gewesen, war ein schönes Spiel in Brück und... Nein. Doch. In Großkreuz. In Großkreuz, natürlich nicht in Brück. Wie komme ich auf Brück? Passt du hier eigentlich noch auf? Nein. Hätte ich doch schon rausschneiden können, aber du quatschst wieder dazwischen. Ein Schluck Bier, ja. Entschuldigung, geht das wieder los. Also, hier ist das Video vom Großkreuz gegen den BSV 90. Gewonnen 1-6 für Borgheide. Herzlichen Glückwunsch, Jungs, für eure Saison, für euren Abschluss. Ach, und bevor wir hier zum Video kommen. Ich war ja gar nicht dabei. Aber ich glaube, ich gehöre mit dazu, zu diesem Team mit Foto und Video. Herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite. Für die goldene Kamera. Das Lutz, das ist schon der zweite Preis in diesem Jahr für uns, ja? Wir brauchen eine richtige Pokalwand. Wir brauchen eine Pokalwand langsam. Es geht los. Da kommen wir nicht mehr raus aus der Nummer, glaube ich. Aber, liebe Jungs vom Sportverein, es geht viel Zeit drauf. Das wisst ihr selber. Aber es macht natürlich auch ein bisschen Spaß. Ja, und es war uns eine Ehre, euch zu begleiten. Und ihr könnt den Rückenwind aufnehmen in die nächste Liga und habt die Hymne im Gepäck, im Rucksack. So wie es uns zeitlich möglich ist, sind wir natürlich auch in einer in der nächsten Saison begleiten wir euch natürlich im Rahmen der Termine auch wieder und geben unser Bestes. Ihr seid ein Teil vom Ort, ihr gehört dazu. Weiter so. So, wir verabschieden uns jetzt hier schon mal. Bis zum nächsten Montag, wie immer, hier bei Borgheide News TV. Diesmal mit Matze vor der Linse hier bei mir. Und dem Lutze vor seiner eigenen Linse zu Hause und im Garten. Natürlich Lutze. Viel Spaß beim Video gucken. Tschüss. Tschüss. Hartmut, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Nicht ein Spiel verloren in der Rückrunde. Das war das letzte Spiel. Die Fans. Ja, was willst du dazu sagen? Der ist für mich. Ja. Ja, war nochmal ein richtig heißes Spiel, 6-1 gewonnen, aber mit sehr unschönen Bildern zum Schluss. Ja, leider trübt das ein bisschen diesen Eindruck, war eigentlich gar nicht notwendig, die Gemüter haben sich plötzlich erhitzt und dann kochten das hoch, war auch von der Bank, sag ich mal, von der Gästebank, von der Heimbank, kamen dann die Spieler plötzlich angerannt und stupsen unsere Spieler. Das will man nicht sehen, das war nicht notwendig, davon abgesehen. Wir haben insgesamt auch kein so richtig gutes Spiel heute gemacht, das muss man auch mal so leider sagen. Aber unterm Strich zählt, wir haben die Rückrunde ungeschlagen beendet, sind würdiger Tabellenzweiter, denke ich mir, und haben den Klassenaufstieg uns auch redlich verdient. Also auf die Jungs jeden haben Fall. Sich das redlich verdient. Bevor ich es vergesse, bevor es mir aus dem Kopf schwindet, ihr wart heute Vormittag, die Mannschaft war heute Vormittag nochmal zur Spende für Elaine gewesen. Genau. Die ist ja ein bisschen krank und da ist die ganze Mannschaft unter Schirmherrschaft. Ja, zumindest eine sehr große Anzahl der Spieler waren da, weil einige Spieler sind schon zur Stammzellenspende. Ja. Und der Rest, also ein richtig großer Teil, hat dort unterstützt, beim Aufbau geholfen auch mit und hat sich auch typisieren lassen, also ganz große Geste. Alles Gute für Elaine, dass es schafft. Ja. Und jetzt machen wir uns nur noch nach Hause, nach Borgheide und da steigt heute noch eine ordentliche Party, da schauen wir nochmal hin. Heute und nur noch Party. Wie man gesehen hat hier, Aufsteiger 18, 19, wirklich würdig gewonnen. Und damit wir das nochmal sehen, hier, die ganze Mannschaft ist alles noch hier mit den Fans. Jungs, hier nochmal ordentlich, jetzt seid ihr nochmal dran. So gehen die Deutschen, die ganze Stiegen so. So gehen die Deutschen, die Deutschen gehen hier so. So gehen die Deutschen, die Deutschen gehen so. So gehen die Gauchos, die Gauchos, die Gauchos.
Autos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. Wie gehen die Deutschen? Und jetzt alle! Wir möchten gerne, dass du weitermachst bei uns. Machen wir sehr gerne. Und auch du sollst ausgezeichnet werden von der Mannschaft. Wir haben uns gedacht, weil ich finde, es ist ein super Platz. Schießt den Nadel Wasser in den Hosen. Ja, ich hoffe, es findet ein super Platz bei euch. Ja. Und wir würden auch immer wieder gerne auf dich zurückkommen. Und dass du uns weiterhin begeisterst. Gerne. Dankeschön. Für alles. Sehr gerne. Danke für die Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, du musst hinein. Dankeschön. Danke. Ich habe jetzt hier mal gesagt zu Hartmut, wir würden ja gerne, dass auch die Kinder unsere Shorts anziehen und für die Kinder auch was machen. Aber solange das immer noch Brück und Burgheide ist, sträube ich mich so ein bisschen dagegen. Für Burgheide ja, für Brück nicht. Also mehr Kinder machen. Also nicht mehr Kinder machen. Unsere Mission von der Mannschaft ist es einfach so attraktiv zu spielen, dass die Kinder nicht mehr weggehen. Genau. Dann kriegst du auch deine Chance, die Kinder. So, da will ich hin, Für Burgheide. Die Kinder von heute sind die Gäste und die Schüler von morgen. So sieht's aus. Stefan, vielen Dank. Schönen Tag noch für euch. Ja? Danke euch sehr. Danke schön. Danke. Ich finde das ganz so angenehm. Nein, das täuscht doch. Nein, du! Mit Elf! Mit Elf! Mit Elf! Mit Wir singen! Scheiß Wolf! Liebe zweite Kreisklasse! Yeah.